Liebe Freunde, seht nur, ich habe einen neuen Ostturm und einen neuen Westturm. Springer auf den Vier. Ruhe! Läufe auf den König. Aber alle auf die Königin. Ist das der erzieherische Auftrag, den ihr heute habt? Haltet mal die Schnauze. Wenn du morgens eine Wiese betrittst und das Erste, was du siehst, ist das und das, dann weißt du, du bist wieder zu Hause. Du weißt, du bist wieder zu Hause oder noch rotzevoll von gestern? Du weißt, du bist noch im Kino. Ja, es ist so schön, die zwei Türme. Hauptmann nach vorne gedreht. Hauptmann, ich habe die Namen der beiden vergessen. Wie heißt die? Der linken, Niklas, der rechten, den Jost. Stimmt das? Das sind Niklas und Jost aus Westerstehne, die Gemeinde rastet ein. Das Schöne ist, am heutigen Abend, wenn Sie sich das 10. oder 12. Kirchenbier reingepfiffen haben, sind es nicht nur Türme, sondern Leuchttürme. Macht das Spaß. Aber erst, wenn Sie anfangen, rot zu blinken, wird's gefährlich. Ihr seid Jost, nicht wahr? Lasst mich mal dahin schwissen. Jost hat in seinem Turm ein Special eingebaut. Was ist das denn? Das ist eine Zugbrücke mit Eingriff. Für das Seil am Glockenturm. Wir sind die katholische Kirche. Wir müssen wissen, wer in diesem Turm wohl wohnt. Oh, eine große Schlange. Los, Gemeinde, rastet aus. Ist das geil? Sind das geile Typen oder was? Jungs, ihr habt alles richtig gemacht. Gebt mir deine Hand, wenn du kannst. Ihr seid für einen Augenblick vom Dienst befreit. Sucht euch ein Plätzchen irgendwo im Schatten, damit ihr mir nicht kaputt geht. Die Gemeinde liebt euch! Und denkt an Ostburger Hundestall steht auf. Oh, stimmt. Es sei. Mein Gott, so kannst du anfangen, Moins, oder? Ich hab gedacht, ich sehe dich richtig. Fast in die Hosen gepisst habe ich mir. Also wie bekloppt muss man sein, durch so ein Ding umzusetzen? Du trägst doch gar keine Hose. Ja. Bester Stehle, du bist nicht verloren. Wenn das deine Jugend ist, dann habe ich Hoffnung für dieses Land. So soll es sein. Brüder und Schwestern, der dritte Tag im schönen Rastig. Wollen Sie überprüfen, Hans, wann wart ihr im Bett? Hä? Tod bei euch weiß ich's, der kann mit dem Griff heute auch nichts anfangen. Nein. Wer von euch hat's geschafft, bis zur dritten Stunde zu saufen, Gemeinde? Wer hat's geschafft, bis zur vierten Stunde zu saufen? Du auch? So siehst du gar nicht aus. Wer hat's gepackt? Ohne die Bettfedern zu sehen, hier zu erscheinen. Ich hatte die Augen zu. Ja, genau, Karl. Wann sind wir uns heute Morgen über den Weg gelaufen, als ich meinen zweiten Kaffee trug? Halb neun. Der Gewinner des Tages, nein, der Gewinner der Nacht ist der Trunk. Die Gemeinde macht ein Geräusch. Ich meine, es heißt zwar immer, dass man schlafen, wenn du tot bist, aber nee. Von wegen Ruhe und Frieden am Arsch, 7,8 Milliarden Kunden. Naja. Wie dem auch sei. Liebe Brüder, liebe Schwester. Was ist jetzt los? Kannst du da was machen da oben? Das stört mich. Das ist der Amerikaner. Oh oh. Hans, ich soll auch diesen Laserpointer da unten. Was ist ein Laserpointer? Ich dachte, das wäre so eine Art göttliche Eingebung. Achtung, Gedärme gelandet in 3, 2, 1. Hast du gerade Gedärme gelandet gesagt? Ja. Wo hast du dieses Wort her? Naja, Berufsjargon. Zu festlichen Anlässen wird die gerne mal aufgehangen. Gut, dann tut es immer schön heimlich, anscheinend. Ja.
Nun, liebe Gemeindebrüder und Schwestern, jetzt aber mal im Privatteam. Was? Jetzt haben wir lange uns gefreut, dass der Tod sehr fleißig war am Kruge gestern Nacht. Heute ist ein anderer Tag. Wir kriegen knapp 30 Grad. Und ihr könnt mir nicht erzählen, dass ihr vorbereitet seid und euer Leib weiß, damit umzugehen. Am heutigen Tag, Brüder und Schwestern, gebe ich euch die Anweisung, Wasser zu saufen. Natürlich nicht nur. Nein, ihr macht den Fehler nicht, insbesondere die Jugend. Ostturm, Westturm, hört ihr mir zu? Sei angewiesen, es nicht zu übertreiben. All unsere Kreisläufe wissen noch nicht, damit umzugehen. Es ging zu schnell. Vorgestern war es noch eisig hier oben. Jedenfalls für einen Mann mit meinen Genen. Und jetzt auf einmal knapp 30 Grad. Baut keine Scheiße, überschätzt euch nicht. Schüttet euch immer wieder mal einen halben Liter Wasser rein. Die Gemeinde sagt, ja, Mama. Ja, Mama. Danke, Gemeinde, das ist wichtig. Halleluja, Bruder. Sprach's und hält ein Kirschbier dabei hoch. Das kann ich erklären, denn im Kirschbier ist ein sehr hoher Wasseranteil. Ja, und die Früchte. Früchte sind wichtig. Aber der Onkel passt ja auf, er hat ja immer ein Rettungswasser dabei. Ihr sauft das jetzt leer, ob ihr wollt oder nicht. Runter damit. Das ist kein Wasser. So ist er mein Guter, so ist er mein Braver. Sitz aus, das war Wasser. Ich hab... Was war das? Ist so ein Zeltbecher wie ich, was war da drin? Ja. Beide waren im Gebet vertieft. Man hat die Becher vertauscht. Ich geh auf. Was ist denn jetzt hier los? Entschuldigung, ich bin Genießer, ja? Es entkleidet mir! Bist du was? Es ist aber so, man sollte auch eine Schörle nicht zu missachten haben. Ich habe aber vorbereitet, gestern Abend mit einem Streifzug über das Gelände in einem Wald mit einem wilden Tier begegnet. Es kommt und sagt, ui. Ui! Das war kein wildes Tier, das war Hektus auf vier Beinen. Was habt ihr eigentlich gesoffen gestern Nacht, dass ihr heute so frech seid? Nicht genug! Denn in diesem Fall hatte ich mit diesem Tier Freundschaft geschlossen. Ach so, es war ungezähmt, ungeküsst, jungfräulich an der Stätte. Und es ist immer noch jungfräulich. Aber wir haben was vorbereitet. Oder ich habe was vorbereitet. Ich lasse mich jetzt mit einem Apfelsaft verwöhnen. Das Publikum sagt, ui. Ui. Direkt aus dem Paradies. Ich rufe auf Füchschen. Was ist denn jetzt los? Macht denn hier mittlerweile jeder Werbung? Fuchs, sie hat den Schnaps gestohlen, gib ihn wieder her. Kein Schnaps. Das ist ein? Sehr schön. Ein fermentierter Apfelsaft. Füchschen, bitte drum. Apfelsaft? Da ist kein Alkohol drin. Das ist der Stunk und der Logen ist auf Nase. Erzählt doch den Kindern nicht solche Lügen. Füchschen, Abwasch in die Ordnung. Immer schön fürs Inhalt. Das war Füchschen vom Cider-Pap, oh Cider-Pap. Werbung, Engel. Bist du fertig? Nein, ich muss noch. Bist du fertig? Gemeinde, ist er fertig? Ja! Ja, er sieht doch ziemlich fertig aus. Ja. Habt ihr was gemeinsam? Brüder, Schwestern, wo waren wir stehen geblieben? Im Gastel. Richtig. Was gilt es zu beachten? Erstmal die Probe. Irgendjemand zum ersten Mal auf einem MPS am heutigen Tage? Ja, der Pitz von Holland zum ersten Mal. Der Nächste, der mich hier verarscht, dessen Gesicht ich kenne, gibt der gesamten Gemeinde einen aus. Wie, ein Getränk für alle? Ein Dreigetränk für jeden. Also keiner neu beim MPS? Ja, dann können wir das ja hier abwenden. Du doch, da. Oh, ihr gutes Weib.
ihr seid das erste Mal hier und habt ihr es schon bereut? Noch nicht, das wird sich ändern. Vertraut mir, ich kenne mich ja aus. Wer war noch neu? Oh, ihr Meister. Mein Gott, ihr seid ja schon in Erdekraut. Wie alt seid ihr, Quergestreifte? Wie alt ihr seid, hat er gefragt. Ja, 24. Ganz genau. Wie sagt der Tod immer so, alt ist vielleicht deine Unterhose? Captain, das kann ich erklären. Was? Dieser Mann befindet sich seit 24 Minuten auf dem MPS. Und damit ist er seit 24 Minuten neu geboren. Das ist auch gerade ein bisschen schlecht geworden. Vielleicht sollte man doch noch ein Schnäpschen trinken, oder? Das soll ja mal sein. Man kann doch nicht einfach so einen Schnaps oder sonstige Getränke sich hineingießen in diesem heißen Wetter. War schon mal jemand in Griechenland oder in Italien oder in Südfrankreich und hat Wassermelonen gefressen und gesoffen. Und was passiert? Da passiert eine ganze Menge, da geht es nämlich an den flotten Otto. Man braucht ein Kontergewicht. In diesem Fall habe ich nochmal was vorbereitet. Bürgermeisterei, hört ihr mich? Ja, ich hätte gerne einen Rucola-Salat. Was? Das ist vegan, bist du blöd? Ja, sag mal, verdammt, ein wichtiger Auftrag. Eine sehr, sehr wichtige Angelegenheit. Einen frischen Salat zum frühen Morgen ist eine gesunde Angelegenheit. Bitteschön. Ja, sag mal, ist das eigentlich meine Morgenmesse oder ist das deine Werbeveranstaltung hier? Was kriegst du denn dafür? Was zu essen? Er lernt es nicht. Also wir haben uns einfach gestern gedacht, wir putschen einfach mal. Ihr putscht? Ja. Gegen mich? Ja. Ostturm, Westturm! Keine Macht der Kirche! Keine Macht der Kirche! Die kommt nicht in Miene. Siehst du dieses heilige Knie? Weißt du, wo das gleich landet? Ja, im Krankenhaus. Der hat keine zwei Stunden geschlafen und ist so spritzig wie nie. Das machen wir jetzt immer so mit Dave. Ich trainiere mich verbal mit dir seit 10 Jahren. Du kommst immer unbewaffnet. Wie meint denn das? Das Schöne ist, ich habe so ein tolles Gefühl. Dieser Tag erzeugt einen neuen Trend. Hier im wunderschönen Rastede kannst du den Tag nur nutzen, um richtig auszurasteden. Ja, der war schlecht, aber trotzdem habt ihr gelacht. Denkt euch immer nach. Füße hoch, der Ball kommt flach. 6 Fuß tief. Aber nur weil ich noch betrunken bin. Was? 6 Fuß tief. 6 Fuß tief. Ja. Der kennt sich aus, der Mann. Habt ihr schon mal mit ihm gesprochen? Ja, quasi. Praktikant, andere. Ja, genau. Andere Kategorie. Der weiß, wie flach ihr seid. Egal. Liebe Gemeinde, Brüder und Schwestern, so manches, insbesondere ihr Neuen in unserer Familie, übrigens bei dieser Familie ist es wie bei der anderen zu Hause auch, ihr könnt es euch nicht aussuchen, all die Kackpratzen gehören jetzt dazu. Mein Gott. Zeig uns doch mal den Salat. Danke, nein, ich habe schon gefrühstückt. Dankeschön. Ich auch, traditionsgemäß hier im hohen Norden mit 500 Gramm Knipp. Der hat das wirklich heute Morgen gefressen. Ich habe das gesehen, aber es war lecker. Ich habe mal probiert. Großvater hat immer gesagt, das bringt richtig Tinte auf den Füller. Ja, aber was nutzt die ganze Tinte, wenn kein Blatt Papier, auf das man schreiben könnte? Nun denn. Er kommt unbewaffnet. Das ist katholische Kirche, der Angriff kam von hinten. Wir unterbrechen die Sendung für 2 Minuten. Oh.
Ich muss da nicht mal drüber nachdenken. Wie war das mit dem Wasser? Ich spiele ein Fußballspiel gegen den HSV und kannst du gewinnen. Ich habe einen Salafilm, mach Pause. Ja, warum hast du mich verlassen? Schon mal in den Spiegel geguckt. Ich krieg nur ein Federkleid, aber sowas an. Seid jetzt Pinguin oder Seehunde? Ist gut, beruhigt euch. Ich hab mir's anders überlegt. Hauptmann, den schnellsten Läufer vor zu mir. Ich brauch ein Bier. Ich hätte gerne ein Bier, Hans. Tot. Ich hätte gerne einen Gegner. Wollt ihr nicht einen Markt eröffnen? Irgendwie haben wir den Faden verloren. Ich sag ja, wir sind hier im protestantischen Norden. Der Hammerstadt. Ja, kann man heiße Luft, ne? Doch, Herrschaften, zusammenreißen, wir fangen jetzt einfach mal an. Ihr seid hier in der schönen Puppbühne, rastet aus.